Ja, willkommen zurück zu Murder Zone Suspect. Ja, ich frage mich immer noch, wer dann der Glockenmörder eigentlich auch ist. Und es ist immer noch total warm. Ich war gerade mal ganz kurzzeitig mal auf dem Balkon gewesen und da habe ich mir noch glatt die Füße verbrannt an dem Blech. Zentrale, ist Dreckmann gekommen? Er hat eine Verdächtige zum Revier transportiert und wir erreichen ihn über Funk nicht. Geht auch nicht an Ich wusste es. Okay. Nein, ist er nicht. Wir melden uns, wenn er auftaucht. Ich wusste es. Verstanden. Rex. Scheiße, wenn Rex vermisst wird. Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Zur Kirche ist Quatsch. Haus des Urteils, keine neuen Spuren. Zielort der Zeugin vielleicht? Nein. Zielort des Mörders? Dachboden der Kirche? Nee. Vielleicht doch die Kirche. Nee, die Kirche, da waren ja die Polizei. Keine neuen Spuren wäre Quatsch. Werkzeug des Todes? Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Ja. Kann gut sein. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Ja, aber bitte keine Dämonen. Untersuche das Versteck des Glockenmörders. Abgeschlossen. Ja, yeah, sehr schön. So. Spüre Abigail auf. Der Mörder hat Joy ins Museum gebracht. Informationen. Weil Abigail der Mörder ist, dann ist das Werkzeug des Todes der Galgen im Museum. Und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Besuch bekommen. Wie es eigentlich immer so ist. Jetzt frage ich mich nur, wo war denn nochmal der Ausgang? Bin ich froh, dass wir hier schon mal die Dämonen erledigt haben. Hier lang war das, glaube ich. Hallo Jungs. Aber dann nutzt sie Rex ja auch quasi nur, oder beziehungsweise alle anderen. Wo war das denn jetzt nochmal? Wo war der Ausgang? War das hier? Ja. So, jetzt aber schleunigst hier raus. Ist gruselig, dieses Gebäude. Ich mag's nicht. Jawohl, die Stadt betreten. Da bin ich ja mal gespannt. Es könnte förmlich das Finale sein von Murdered Soul Suspect. Wir schauen mal. Ab zum Museum. Sollte schleunigst zum Museum gelangen. So, die Stadt wird geladen. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das ist ein sehr merkwürdiger Ladebildschirm. Ein Balken mit einem Kreisel. Hui. Hui. So. Kommen jetzt hier in der Stadt auch Dämonen? Ich warte nur drauf. Weil bisher haben wir es eigentlich noch nicht genutzt, uns hier zu verstecken. Wird natürlich, ja, macht Sinn eigentlich. Aber naja, mal schauen. Ihn konnten wir auch nicht aufklären hier mit seinem Unfall. Naja. So, bin ich mal gespannt. Achso, ich hatte am Anfang des Let's Plays gesagt wegen der Elgato. Ich finde die Elgato total cool, weil man braucht nicht unbedingt auf die Zeit mehr achten, wie es mit der Share-Taste war mit der PlayStation. Man braucht nicht mehr, wie gesagt, so unter Zeitdruck steht man nicht mehr. Und das ist viel, viel angenehmer, viel, viel einfacher damit auch zu arbeiten und die Let's Plays damit aufzunehmen. So, historisches Museum Salem. Warnung, wenn du zur letzten Begegnung voranschreitest, kannst du nicht mehr nach Salem zurück. Möchtest du fortfahren? Ja. Finale. Also doch Finale. Und das war's jetzt erstmal gewesen. Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Genau. Jetzt geht's los.
Was ist denn hier passiert? War das nicht noch alles in Ordnung? Was kommt jetzt? Warum ist denn jetzt auf einmal hier alles so... Aber da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass sie das ist, das kleine Mädchen, Abigail. Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Männer, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit. Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail, nein! Oh, oh, oh. Du Stück Scheiße. Was tust du? Ich würde sagen, finaler Kampf. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Wir sollten uns schleunigst beeilen. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Verdammt, jetzt sollen wir uns echt beeilen. 20 Sekunden. Was kann Abigail aufhalten? Die Zeugin befindet sich in Haft. Partnerschaft. Ursprünglich COJ. Hinweis. Identität des Mörders. Mögliche Ziele. Lauter Schrei. Jawohl. Sehr schön. Es ist vorbei, Abigail. Hier und heute ist es vorbei. Was kann Abigail aufhalten? Nein. 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 Joy! Oh, nein. Nein. Okay, ich glaube, das war falsch. Verdammt. Wie können wir denn da Abigail aufhalten? Okay, auf ein neues. Können wir es überspringen? Ja, sehr schön. So, lauter Schrei. Wo ist das? Lauter Schrei. Kennen wir auch schon. Aber was kann jetzt Abigail aufhalten? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich tun? Nein. Nein. Ich verstehe es nicht. Ich bin ganz... hallo? Hallo? Okay. Da war kurzzeitig das Spiel abgeschmiert. Ich verstehe es nicht. Wie sollen wir denn da Abigail aufhalten? Wo ist der laute Schrei? Da ist der laute Schrei. Aber wir haben nur so wenig Zeit, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Was stand da? Okay. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Okay.
kenne die Wahrheit über deinen Tod, aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Amtsträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Also war es Rex die ganze Zeit. Rex wurde benutzt, um mich zu töten. Mein eigener Schwager. Wie kann Rex der Mörder sein? Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Baxter. Ich wusste es. Baxter. Baxter wurde benutzt, um Rose zu töten. Warum Baxter töten? Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit so nahe kommen. Abigail tötet ihren Mörder. Irgendwann tötet sie alle Mörder, besonders wenn sie die Wahrheit zu nahe kommen. Warum hast du mich umgebracht? Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wenn das mein Ende ist, nehme ich dich mit. Genau. Es ist vorbei. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen? Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun, selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Mom? Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen, Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden.
Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan? Das war es gewesen. Das war auch quasi dann unsere ungeklärte Sache, denn ja, sie hat uns natürlich auch mit benutzt. Und wir sind wieder mit Julia dann zusammen. Mit Julia. Oh mein Gott. Es war ein sehr cooles Game, finde ich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Richtig geil. Also auch mit den ganzen Geistergeschichten und so, die fand ich sehr geil, muss ich sagen. Die fand ich sehr, sehr cool. Was ich ein bisschen dem Spiel anmaße, warum es wahrscheinlich auch nicht so besonders gut ankam, auch so bei den Gamern, dass es relativ einfach war zu spielen. Also es ist kaum Herausforderung. Also diese ganzen Dämonen-Sache und so war relativ easy. Klar, ich hatte auch meine Probleme, aber es war doch sehr einfach eintönig, weil es kamen immer nur dieselben Dämonen und so der Endkampf war jetzt auch nicht so schwer, war ein bisschen mit Quicktime-Events. Was ich sehr cool fand, waren diese Aktion mit diesen Detective-Spürsinn, dass man herausfinden musste, ja, das passt mit dem zusammen, nein, das war falsch, dann muss man da das machen, Zeugen befragen und so. Hätte ich mir auch sogar ein bisschen mehr gerne gewünscht von den Sachen, dass man halt da viel, viel mehr noch, mehr seinen eigenen Detective-Spürsinn vielleicht mit einbringt, dass man vielleicht selber ein bisschen mehr nachdenken muss. Kann ich ja gar nicht. Ich weiß. Nein, aber ansonsten fand ich das schon ein sehr cooles Game. Also, falls ihr da, wie gesagt, selber mal spielen möchtet, holt es euch. Kostet, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Kriegt ihr für die PlayStation, für den PC, für die Xbox, glaube ich. Gibt es für, glaube ich, alle gängigen Plattformen. Lohnt sich definitiv, meiner Meinung nach, ist ein cooles Game. Und ansonsten, weil, falls ihr jetzt bei mir zugesehen habt, braucht es euch nicht mehr kaufen. Nein, doch, kauft es trotzdem. mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was ich weiß noch gar nicht, was als nächstes ansteht hier auf meinem Channel. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall dann erstmal die letzte Folge von Murder Soul Suspect. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Ja, ich habe es durch. Wuhu, cool. Boah, wie lange musstet ihr warten? Jetzt haben wir es endlich durch. Ich werde natürlich jetzt heute, an dem heutigen Tage, wo ich es aufnehme, ich habe es jetzt an einem Stück noch den Rest aufgenommen, also immer noch am 2. Juli, werde ich gucken, dass ich vielleicht heute noch mal ein neues Let's Play anfange. Ich weiß noch nicht, mit was. Ich wünsche mir immer noch für die PlayStation, wünsche ich mir immer noch ein gutes Survival-Game. Gibt es nämlich bisher immer noch nicht. Also sowas wie zum Beispiel, ich sag mal, Ark oder The Forest. Gut, Forest kommt ja auch, aber ich weiß noch nicht wann. Oder sowas halt wie Minecraft, nur in besserer Grafik, ein bisschen mehr so Spielgeschehen. Es gibt sogar, ich habe letztens einen Trailer gesehen, es gibt sogar ein Survival-Game für PC, ist auch, glaube ich, Early Access für den PC. Gibt es, das heißt, boah, wie heißt das Ganze nochmal? Ich hab's jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall war es mit Unterwasser. Das war cool. Man hat so ein, irgendwie so ein, ist so irgendwie gestrandet auf dem Meer. Also es spielt nur auf dem Meer. Und man muss tauchen. Man muss halt so survivalen, also überleben. Man muss so Fische fangen. Und immer mehr Materialien zusammen. Das kann man sich dann irgendwas craften in seiner Abwurfkapsel. Von so einem Schiff ist das. Und da kann man dann auch alles bauen. Das sieht auch sehr interessant aus. Vor allem, weil das ja auch unter Wasser ist. Und nicht so wie die anderen Survival Games halt sich immer nur an Land rantrauen, sondern das ist komplett unter Wasser, das ist ein Riesenmeer und je tiefer man taucht, desto natürlich findet man viel, viel mehr Sachen und Tag- und Nachtwechsel gibt es auch. Es ist richtig cool, ich weiß jetzt noch nicht mehr ganz genau, wie das heißt. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich muss mal gucken, dass ich mir vielleicht mal demnächst, wenn ich ein neues Let's Play vielleicht anfange, mal darüber ein bisschen was erzähle und vor allen Dingen auch, wie das heißt, damit ihr da mal suchen könnt. Oder ich füge vielleicht in die Videobeschreibung ein, ich weiß es nicht, muss ich mal schauen. Total cool. Also, Murdered Soul Suspect finde ich sehr geiles Game. Ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja gerne unter dem Video jetzt hier, unter dem letzten Video, vielleicht einfach auch mal schreiben, was ihr davon gehalten habt, wie ihr das so fandet, das Spiel, auch so vom Spielprinzip her, von der Storyline. Ich fand es von der Storyline halt nicht sehr stark, aber schon sehr, sehr gut.
Also, es war sehr gut, aber nicht halt so, boah, hat mich jetzt voll vom Mocker gehauen. Ich fand es sehr geil, dass es sehr auf Baxter abgelenkt war. Also am Anfang hat man richtig gemerkt, dass so die Tendenz zu Baxter immer mehr ging. Hatten wir ja, hab ich ja vor, ich glaube, 2 Folgen gesagt, dass wir sogar am Anfang des Let's Plays schon auf Baxter tendiert hatten. Aber dass sogar wir auch benutzt worden sind, das hätte ich nicht gedacht. Und dass es Abigail am Ende ist, hätte ich auch nicht gedacht. Dass es dann so eine Wendung nimmt, ist schon... Sowas mag ich dann auch in Spielen, die eine richtig, richtig gute Storyline haben. Nicht gute, keine perfekte, sondern eine gute. Und das ist schon sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, ich muss mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, als nächstes als Let's Play. Ihr könnt ja gerne unter dem Video vielleicht auch mal ein paar... Kommentare posten, was vielleicht ich als nächstes Let's Playen soll. Also, wie gesagt, es geht ja alles jetzt. Ne? Capture-Karte, alles möglich. Also, jetzt nicht PC, sondern PlayStation erstmal. Ne, weil PC möchte ich mir noch besorgen, noch organisieren. Und muss mal gucken. Also, ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig, was, ob ich vielleicht ein Indie-Game aus dem Store vielleicht muss ich noch mal überlegen. Irgendwie. Oder vielleicht doch ein vollwertiges wieder noch eins. Ich muss mal schauen. Ich bin mir da, wie gesagt, noch nicht ganz im Klaren, noch nicht ganz im Reinen, was wir da zusammen gemeinsam hier im Let's Play mal spielen. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, spontan würde mir da jetzt momentan noch nichts einfallen. Ich muss mal gucken, ich werde nachher mal ein bisschen so mich im Store nochmal umsehen, was es da so gibt, auch so für Indie-Games und halt in meiner Games-Liste, was ich da noch alles habe. Und dann wird sich da wahrscheinlich noch was finden. Ansonsten, ja, wie gesagt, was bleibt mir da eigentlich anderes übrig, als wie zu sagen, tolles Game. Organisiert euch das, falls ihr das selber mal spielen möchtet. Ansonsten, keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Ja, wie gesagt, achso, und ja, genau, nicht vergessen, Freitag, Samstag immer Let's Play Live Show gucken. Ansonsten, genau, Let's Play Live Show. Ja, mal schauen. Also ich glaube zwar nicht, dass da noch irgendwie eine Fortsetzung von Murdered Soul Suspect kommt, weil das ist quasi eine abgeschlossene Geschichte. Falls sich jetzt viele fragen. Und da sind wir die ganzen Tester. David Victor Mallet. Andrew Tall. Carlos Leschhorn. Leschhorn, okay. Cesha Mulk. Ist auch schick. Wang Wei. Senior Artist. BJ Bishi. Ist auch ein toller Name für einen Projektmanager, finde ich. Ja. Wie gesagt, schreibt ruhig in die Kommentare rein, was ihr so für Vorschläge habt, irgendwie für Games, was mal gezockt werden sollte auf der PlayStation. Und, man kann sogar... Ich spule mal ein bisschen. Ach, man kann sogar anhalten, natürlich. Greg Winter, Alan Dubin, Holly Hawkins, Hope Levy, Jen Jones, Jeff Marlowe, Jennifer Peo, Jim Perry, Joe Otschmann. Finde ich geil. Also die Namen sind manchmal echt cool. Peter Beckmann. Peter Beckmann ist wahrscheinlich ein Deutscher. Sam Riegel. So. Tara Platt. Guck mal, die Tara Platt war auch da. Hallo Tara Platt. So, Alter, was kommt denn da alles noch? Was? Happy Feet? Was? Technicolor. Legal. Genau, wir haben es legal erworben. Legal gespielt. Genau, danke nochmal an Square Enix fürs tolle Game, muss ich sagen. Basiert auf der Unreal Engine. So. Nvidia Physics. Und Bing Video. Natürlich auch am Start. Scaleform.
Digital Surround, Dolby Digital und das war's auch schon. Ja, wie gesagt, das war Murdered Soul Suspect. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann demnächst bei mir auf dem Channel vorbeischaut, vielleicht fleißig wieder neue Videos schaut. Was das nächste Let's Play wird, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Schreibt runter und ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als wie, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Let's Play. Macht's gut. Ich würde mich eigentlich gar nicht vor euch verabschieden. Ich würde einfach weiter blubbeln und erzählen. Ja, macht's gut. Also, bis demnächst. Ciao.